Damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu meiner Review von Sword Art Online Progressive Aria of the Starless Night. Gestern lief der Film endlich im Kino und meine Frage an euch, wart ihr im Kino? Und vor allen Dingen, mit welcher Synchro habt ihr den Film gesehen? Mit deutscher Synchro oder mit japanischer Synchro mit deutschen Untertiteln? In den Kommentaren aus dem vorherigen Video hatte jemand angemerkt, dass sich gar nicht so viele Leute für den Film interessieren. Also ich war auf jeden Fall im Cinemax in Halle und dort waren ca. 30 Leute und der Saal war vor allen Dingen ordentlich gefüllt. Also ich war bei einigen Anime-Filmen, wo deutlich weniger Leute dabei waren. Schreibt mal in den Kommentaren, wie war's bei euch? War der Saal ordentlich gefüllt oder waren eher weniger Leute dabei? Genug der Vorrede, jetzt kommen wir also endlich zum Film. Nochmal für euch der kleine Hinweis, jeden zweiten Tag wird es nun Content geben zu Sword Art Online Progressive Aria of the Starless Night. Also seid auf jeden Fall gespannt in den nächsten Tagen und Wochen. Wie schon im vorherigen Video erklärt, dreht sich dieser Film ganz klar um Asuna. Wir sehen zu Beginn einiges von ihr aus dem Real Life, ihr Leben zu Hause und in der Schule mit ihrer Freundin Mia. Ich persönlich finde es einfach gut, dass wir endlich mal einen Einblick von Asuna aus dem Real Life bekommen, vor allen Dingen von der Zeit vor Sword Art Online. Vor allen Dingen sehen wir auch, wie ihre Mutter sie ständig unter Druck setzt. So bekommen wir auch zum allerersten Mal Asunas Bruder zu Gesicht, was wir vorher in der Serie nie hatten. Da Asunas Bruder auf Geschäftsreise ist, nutzt Asuna die Chance, um nach SAO zu diven und dort trifft sie auf die männliche Mito und erlebt zusammen mit ihr einige Abenteuer. Bis zum Start des Death Games. Viele hatten sich gewundert, warum ich bei meiner Vorstellung der Synchronstimmen zwei Mietestimmen gezeigt habe. Nach dem Sehen des Films sollte das nun mittlerweile klar sein. Ich finde es übrigens klasse, wie wir im Japanischen einfach den Sprecher von Frieza aus Dragon Ball Z bekommen haben und im Deutschen den Synchronsprecher von Kogoro Mori aus Detektiv Conan. Auf jeden Fall eine absolut klasse Besetzung. Nach dem Start des Death Games versuchen Asuna und Mito zusammenzuarbeiten. Asuna lernt dabei die wichtigsten Basics von Mito, bis zu dem Moment, als Asuna aus Versehen ein Monster besiegt und eine Horde auftaucht und Mito von ihr getrennt wird und Mito entscheidet wegzulaufen. Ich werde das zwar noch einmal in einem Analysevideo zu Mito genauer betrachten, aber hier schon mal für die Leute, die Mito in dieser Szene gehasst haben. Lasst mich schon mal eines gesagt haben, Mito hat die ganze Zeit nämlich Asuna etwas vorgespielt, dass sie überhaupt stark ist. Denn wie schon bevor sie überhaupt eine Gruppe gebildet hatten, meinte Mito ja zu Asuna, sie soll das nicht sagen. Auch der Tod der Spieler hat sie nämlich deutlich härter getroffen, als sie es überhaupt gezeigt hat. Sie wollte nur für Asuna einfach stark sein, um sie nicht zu verunsichern. Kurz bevor Asuna stirbt, wird sie noch einmal von Kirito gerettet, welcher ihr hilft und daraufhin geht. Von nun an muss Asuna also alleine kämpfen. Kurze Zeit treffen die beiden sich aber in einem Dungeon wieder und Kirito zeigt ihr sogar, wie sie nach Tablona kommt, wo der Raid stattfinden soll. Hier gibt es sogar auch meine Lieblingsszene. Als Kirito sieht, dass er ein Mädchen gerettet hat, ist er extrem nervös und schafft es einfach nicht, sein Schwert zurückzustecken. Für die Leute, die sich fragen, warum Kirito nicht schon vorher bemerkt hat, dass ständig Asuna an seiner Seite ist, naja Leute, vergesst nicht, wir sprechen hier immer noch über Kirito. Und wie ihr wisst, wie beschränkt manchmal der Junge ist. Nach dem Gespräch bilden Asuna und Kirito eine Gruppe und Asuna sieht sogar beim Raid Mito. Durch Kirito sieht Asuna aber auch positive Sachen, wie zum Beispiel das Brot oder die Badewanne. Als die beiden sich unterhalten, bemerkt Asuna, dass Mito sie auch gar nicht betrogen hat. Tatsächlich, liebe Freunde, ist mir aufgefallen, dass wir hier sogar auch den zensierten Film gesehen haben. Hier im Hintergrund seht ihr ein paar Bilder, die ihr im Film nicht gesehen habt. Denn eigentlich in der Szene, wo Asuna in der Badewanne sitzt, ist sie eigentlich deutlich nackiger und man sieht auch deutlich mehr Haut im Film. Diese Zensur ist eine Zensur, welche Crunchyroll angelegt hat und diese Version werden wir wahrscheinlich auch irgendwann auf Crunchyroll bekommen. Die unzensierte Fassung bekommen wir wahrscheinlich maximal als Blu-ray oder DVD-Version.
Beim Bosskampf läuft es dann teilweise so, wie wir es auch aus dem Anime kennen. Diabel stirbt dumm und Kirito und Asuna klatschen gemeinsam mit Mito dem Boss, nachdem sich Asuna und Mito auch wieder vertragen hatten. Kirito wird als Peter beschimpft und geht zusammen mit Asuna auf die nächste Ebene. Über Diabel muss ich glaube gar nicht reden, dass die Aktion dumm war. Das wissen wir alle. Gerade aber der finale Kampf der drei gegen den Boss ist schon mega cool gemacht. Besonders, dass Kirito den Boss mit einer der bekanntesten Skills aus ganz SAO, Sonic Leap, besiegt, ist halt schon mega cool gemacht. Ich persönlich finde den Film wirklich gut und finde sowohl die japanische als auch die deutsche Synchro wirklich gut gelungen. Es gab ein, zwei Sachen in der deutschen Synchro, die mir zwar nicht gefallen haben, wie zum Beispiel Kiritos bekanntes Good Job hat man hier in Gute Arbeit einfach übersetzt, obwohl das einer der bekanntesten Catchphrases von Kirito ist. Good Job. Aber dennoch gute Sprecher und vor allem auch gute Arbeit aus meiner Sicht. Wir werden den Film in den kommenden Tagen natürlich noch viel tiefer analysieren. Das war erstmal ein grober Überblick noch einmal über den Film. Was ist überhaupt eure Meinung zum Film? Fandet ihr den gut oder fandet ihr ihn eher nicht so gut? Was hat euch gefallen und was hat euch eher nicht so gefallen? Schreibt mir doch das gerne mal unten in die Kommentare. Und falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keines mehr meiner Videos zu verpassen. Nicht vergessen, jetzt jeden zweiten Tag wird es ein Video geben zu Sword Art Online Progressive Aria of the Starless Night. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer Flui.